Sehr geehrte Damen und Herren, darf Sie recht herzlich zu einer Pressekonferenz zum Thema LKA Bad Aussee begrüßen. Sie haben in den letzten Wochen und Monaten ja alle über die Problematik des LKA Bad Aussee geschrieben, der medizinischen Versorgung des Ausseer Landes. Die letzten Wochen und Monate war die gesamte Diskussion auch davon geprägt, parteipolitisches Gezänk, parteipolitisches Hickhack. Langsam habe ich den Eindruck, dass die Sozialdemokratie mit aller Gewalt die medizinische Versorgung in Aussee hinrichten will. Und auf der anderen Seite habe ich den Eindruck auch bei der Steirischen Volkspartei, dass hier an der Gesundheit nichts liegt, sondern dass sie schlichtweg dieses Thema für parteipolitische Zwecke nutzen will. Wir haben heute den Freitag, 4 Tage vor der entscheidenden Landtagssitzung, den kommenden Dienstag, und das wissen Sie auch, wird der Steirische Landtag über das LKH Bad Aussee beraten. Und ich glaube, es ist an der Zeit, einen konkreten Maßnahmenplan, einen Masterplan, den Gesundheitsexperten, auch des BZÖ, die letzten Wochen und Monate entwickelt haben, heute vorzuschlagen und auch die Landtagsparteien aufzurufen, hier diesen Kompromiss, den wir hier vorlegen, sich anzuschauen. Es fällt niemandem ein Stein aus der Krone, wenn wir mittels eines gesunden Kompromisses, eines logischen, eines sachlich fundierten Kompromisses, die Gesundheitsversorgung der Ausseherinnen und Ausseher retten. Hier geht es nicht um schändliche Parteipolitik, darauf lege ich Wert, sondern es geht schlichtweg um eine Lösung dieser trostlosen Situation, und ich will auch nicht, dass dieses Thema uns die nächsten 1,5 Jahre bis zur Landtagswahl begleitet, sondern im Interesse der Ausseherinnen und Ausseher erfolgreich gelöst wird. Unser Ziel ist es, das LKH Bad Aussee in den bisherigen Strukturen als Abteilung für Chirurgie mit einer rund um die Uhr Ambulanz weiterzuführen. Dabei mit dieser Grundversorgung ist sicherzustellen, dass die chirurgische und unfallchirurgische Notfallversorgung auch weiterhin funktioniert. Und auf Basis dieser Grundversorgung, dieses Grundmodells, welches wir in Aussee vorsehen, soll sich Aussee zu einem chirurgisch-medizinischen Kompetenzzentrum für elektive Eingriffe, also für absehbare Eingriffe, österreichweit, steiermarkweit spezialisieren. Eingriffe von oder an Patienten, die nur eine kurze Aufenthaltsdauer auch in diesem Spital haben sollen. Das neue Kompetenzzentrum LKH Bad Aussee könnte daher neben der chirurgischen und medizinischen Grundversorgung, die für die Bevölkerung vor Ort auch vor allem so wichtig ist und die auch eine Fahnenfrage in dieser Region ist, zu einer Spezialklinik für Gefäßchirurgie, ästhetische Unfallchirurgie umgewandelt werden, also ein Spezialgebiet bekommen. Unser Modell ist es, dass diese geplanten Spezialeingriffe an 5 Operationstagen pro Woche in einer Zeit von 7 bis 15 Uhr durchgeführt werden. Der dafür notwendige stationäre Bereich aufrechterhalten wird, auch mit Betten aufrechterhalten wird, 5 Tage in der Woche im Betrieb ist. Im Wesentlichen handelt es sich bei diesen spezialisierten Eingriffen um tageschirurgische Eingriffe. Damit finanziert sich auch diese Spezialklinik, und auf der anderen Seite bietet sie 7 Tage rund um die Uhr, 24 Stunden eine Unfallchirurgie, eine Notfallchirurgie, einen OP an, der, glaube ich, für die Region hier oben äußerst notwendig ist. Ich will es keiner Ausseherin und keinem Ausseher zumuten, mit einem akuten Herzinfarkt quer durch die Steiermark reisen zu müssen, damit er sich selbst sein Leben retten kann. Das ist Hanebücher und das ist fahrlässig, was die Politik hier vorsieht, wenn sie das Spital oben sperrt. Mit dem Konzept, das wir vorschlagen, ist daher auch sichergestellt, also mit der Spezialklinik einerseits und mit der Grundversorgung andererseits, dass die chirurgische Notfallversorgung, die ja auch für Akutpatienten da sein sollte, 7 Tage die Woche vorhanden ist. Und ich glaube, das ist gerade auch in einem touristischen Gebiet wie Aussee sehr notwendig, dass wir auch dort die Infrastruktur bieten. Die medizinische Infrastruktur, die Kuba, China und sonstige Staaten weltweit haben, und wir sollen es plötzlich in der Steiermark kippen. Natürlich bedeutet dieses Modell, das wir vorschlagen, einen finanziellen Mehraufwand. Zu dem KAGES-Modell, das hier im Raum steht und auch vorgeschlagen wird, würde unser finanzieller Mehraufwand ca. 400.000 Euro im Jahr bedeuten. Das sind zusätzlich
10 Dienststellen, die für das Konzept hier notwendig werden zur Umsetzung, also 400.000 Euro im Jahr für 10 Dienststellen. 60% dieses Mehrbedarfs sind ohne dies durch die Leistungsabgeltung, Sozialversicherungen, Privatversicherungen, Eigenanteile der Patientinnen und Patienten abgedeckt. Und zusätzlich die 40%, die uns zur Finanzierung noch fehlen, schlagen wir vor, dass die Region, auch das Seerland, in Zukunft einen extra Nächtigungseuro einhebt. Das heißt, derzeit verlangt die Region Aussee, die Gemeinden dieser Region, pro Nächtigung für Touristen 1 bis 2 Euro, je nachdem. Wenn man hier einen Euro noch zusätzlich aufschlagen würde, fällt keinem ein Stein aus der Krone. Wegen einem Euro mehr oder weniger wird sich die Besuchszahl, die Touristen soll in Aussee, weder nach unten noch nach oben hinauf bewegen, weil es niemandem auffallen wird, dieser eine Euro. Aber auf der anderen Seite bekommen wir bei 872.000 Übernachtungen zusätzlich mit diesem Modell 1 Euro mehr, ca. 72.000 Euro, die wir zweckgebunden in den Personalaufwand dieses LKH Bad Aussee, dieses Kompetenzzentrum stecken würden. Das würde nämlich genau diese 40% abdecken, die uns bei unserem Modell noch fehlen würden. Das heißt, mit dieser Zusatzfinanzierung, die wir hier aus den touristischen Belangen erhalten und zweckfinanzieren, soll auch ein Private-Public-Partnership-Modell aufgezogen werden, um auch das chirurgische Leistungsangebot in Zukunft nach oben hin abzurunden. Ich glaube, dass dank dieser chirurgischen und unfallchirurgischen rund um die Uhr Notfallversorgung, die wir vorschlagen, vorausgesetzt ist, dass der Landtag unserem Vorschlag folgt, und der neuen OP-Infrastruktur dieser Spezialklinik, die wir auch fordern, sich die chirurgische Versorgungssicherheit der Ausseherinnen und Ausseher und auch aller Besucherinnen und Besucher und auch der Touristen erhöhen wird, die zusätzlichen Patienten der Gefäß- und auch der ästhetischen Unfallchirurgie, das ja immer notwendiger wird, das heißt Gesichtswiederherstellungen etc. etc. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich dort oben eine Schönheitsklinik vorschlage, sondern wirklich noch Unfällen bedingte ambulante chirurgische Behandlungen, die notwendig geworden sind, um Menschen wieder ein erträgliches Leben zu ermöglichen, dass dadurch auch sicherlich viel mehr Patientinnen und Patienten aus See als Kompetenzzentrum in Anspruch nehmen werden und daher auch es wiederum einen touristischen Vorteil vice versa hat. Das heißt, dieses Modell, was wir vorschlagen, ist fürs Ausseerland das Beste. Es erhält die LKH, das LKH, es erhält die medizinische Grundversorgung. Es gibt zusätzliche Anreize für zusätzliche Besucherinnen und Besucher, die das Ausseerland auch besuchen und auch nutzen wollen. Zusätzliche Patientinnen und Patienten auch. Und die Steirische Krankenanstaltengesellschaft KAGES behält einen guten regionalen Krankenhausstandort und muss nicht zusperren. Das heißt, dieses Modell, das wir vorschlagen, hat nur Vorteile. Und daher appelliere ich auch am heutigen Tag, 4 Tage vor dieser Landtagssitzung, an die ÖVP, an die Sozialdemokraten, aber auch an die Grünen, jetzt einmal mit dem ganzen parteipolitischen Gezänk einmal das alles hintanzustellen. Ja, die Menschen im Ausseerland sind seit 1,5 Jahren genug genervt worden, sondern wirklich unseren Kompromissvorschlag sich anzusehen und auch am Dienstag darüber zu beraten. Wenn der Landtag es nicht tut, werden wir dieses Modell, das wir heute hier vorgeschlagen haben, aufgrund der Beschlüsse des Landtages, die dann kommen werden, einer Volksabstimmung unterziehen. Das sage ich auch und ich bin mir sicher, dass ich gemäß dem Volksrechtegesetz 15.000 Unterschriften brauche für eine Volksabstimmung, wenn am Dienstag etwas anderes beschlossen wird, dass wir hier darüber auch mit Unterstützung der einzelnen Bürgerinitiativen und mit Unterstützung auch der Bürgerinnen und Bürger des Ausseerlandes, der Obersteiermark, hier einen Erfolg haben werden. Noch einmal ein letztes Mal, ich appelliere, Herr Landesrat Hirt, alle Politikerinnen und Politiker, Herr Wobes, Herr Schützenhöfer, geben Sie endlich der Vernunft den Weg frei. Schauen wir, dass wir ein anständiges Konzept auf die Beine stellen. Schauen wir, dass wir dieses Konzept gut durchführen und damit ist die medizinische Versorgung gewährleistet. Ich darf nunmehr um Ihre Fragen bitten.